Danke für die kurze Einleitung. Mein Name ist Heike Wex, und ich werde tatsächlich Sachen zusammenfassen, die eigentlich irgendwie mehr oder weniger schon angeklungen sind. Ich werde trotzdem den Vortrag so halten, wie ich ihn vorbereitet habe. Ich werde mich kurz fassen, Elsässer. Und also Titel ist Klimaschutz in Leipzig, was bisher geschah und was daraus folgen sollte. Und das ist entstanden aus einer Zusammenarbeit von Menschen aus verschiedenen Leipziger Umweltgruppen und Umwelt- und Klimaschutzgruppen. Und ich bin also hier nur eine Vertreterin. Ich habe den also mitnichten alleine gemacht. Im normalen Leben arbeite ich am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung hier in Leipzig. Also bin Physikerin, kenne mich eher mit der Problemseite, also der Klimaseite aus. Genau, aber jetzt fange ich auch schon an. Und wir haben tatsächlich im Vorfeld für dieses Event hier mal zusammengetragen, was in Leipzig schon alles so gemacht wurde zum Thema Klimaschutz. Und das beginnt wirklich mit Anfang der 90er Jahre. Wir sind also 93 das erste Mal so einem Bündnis beigetreten und haben uns verpflichtet, die Emissionen zu verringern. Ich habe jetzt keine Zeit, hier auf Details einzugehen. Ein viel längerer Zeitstrahl mit mehr Details und auch den ganzen Links, wo wir die Infos her haben, gibt es hier auf dieser oben genannten URL Leipzig fürs Klima. Genau, was ich aber halt sagen will, noch besonders hervorheben wollte, ist, 2011 haben wir sogar den Titel Europäische Energie- und Klimaschutzkommune bekommen. Ja, und dann hier diese beiden Dinge, die jetzt passiert sind, 2019 Ausruf des Klimanotstands und jetzt hier im Sommer das Sofortmaßnahmenprogramm. Das ist ein ganz klares Zeichen und man sieht es auch heute Abend alleine an den 150 Anmeldungen und an der regen Diskussion. Es hat ein Wandel in der Wahrnehmung der Bevölkerung, ob des Klimaschutzes stattgefunden, 2019 getriggert durch Fridays for Future. Ich selber kenne das Thema seit 1992 und es war noch nie so, wie es jetzt ist, mit so viel Aufmerksamkeit. Und das sollte uns allen Energie geben, das auch voranzubringen. Ja, und jetzt muss ich aber leider dann das hier zeigen, weil das ist es. Wir haben es vorher schon gesehen, allerdings haben wir es erst ab 2017 gesehen. Wie schon gesagt, die Zahlen für 18, 19 gibt es noch nicht. Also das ist das, was in Leipzig passiert ist. Also in den letzten Jahren ist also Ausstoß an Treibhausgasmäßig nicht wirklich so viel Abnahme gewesen. Diese Fortsetzung hier, das wurde vorhin ja schon gesagt, wird dazu führen, dass wir, selbst wenn wir nur mit einer 97-prozentigen Wahrscheinlichkeit unter 1,75 Grad Celsius Erwärmung bleiben wollen, dann haben wir noch 60 Tonnen übrig. Hier wird nur ungefähr die Hälfte eingerechnet, sehr kompliziert zu berechnen, aber dann ist 25 oder 26 Schluss. Wir können nichts mehr emittieren. Und dieser und das ist, ja, ich weiß auch nicht. Also, und vor allen Dingen, ich meine, das ist schon nur 1,75 Grad. 2050 klimaneutral langt von vorne bis hinten einfach nicht. Und eben auch dieser andere Pfad, der dann da als klimaneutraler Pfad angegeben wurde, hat ja die gleichen Voraussetzungen. Der würde bedeuten, wir müssen im nächsten Jahr eine Tonne Reduktion bei den Emissionen für jeden Leipziger haben. Das ist eine riesige Menge, das ist eine riesige Aufgabe, die vor uns allen steht. Und das, was ich heute habe, bisher gesehen habe vom EKSP, von der Fortschreibung davon, das wird nicht reichen. Wir müssen da wirklich irgendwie noch zusätzliche Ideen machen. Deswegen gibt es auch die Veranstaltung. Ist ja gut. Und wir haben mal überlegt, konkret wird es jetzt überhaupt nicht. Wie gesagt, das ist aber ansonsten auch schon alles genannt worden. Aber was wir fordern, Krisenbewusstsein. Wir sind in einer Klimakrise. Der Notstand kam ja nicht einfach mal nur so. Und allen, die jetzt sagen, ja, aber und das dauert lange und ich verstehe diese ganzen Argumente, aber ich kann auch gerne mal einen Vortrag halten zu Kipppunkten, zu Klimaflüchtlingen, die es heute schon weltweit gibt. Also wir sind in einer Krise, das ist ein wahres Wort an dieser Stelle. Und in einer Krise muss man auch so handeln. Das gilt für alle, aber das gilt besonders für Menschen, die mehr als nur ihr privates Umfeld beeinflussen können. Und das heißt, davon sind einige heute Abend ja auch hier dabei. Und die haben eine Macht, vielleicht auch Entscheidungen zu haben oder gestalten zu wirken. Und das müssen die einsetzen. Und da muss ich gestehen, die Tage, es kam über irgendeinen Account hier, das in der LVZ stand, dass jetzt dann doch wieder für Bürgermeister irgendwie Autos mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden sollen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn es stimmt, das kann nicht sein. Man muss mit gutem Beispiel vorangehen. Und man findet Lösungen, wenn man das möchte. Also Krise heißt Prioritäten setzen, pragmatisch handeln, kein weiter so. Das ist alles vorhin auch schon angeklungen, aber das ist auch eine der Forderungen, die wir sozusagen als Umweltgruppen auch zusammengesammelt haben. Dann mehr Personal. Ich weiß, es gibt
Leute in der Stadt, die super intensiv arbeiten, deren Herzensangelegenheit Klimaschutz ist. Aber das waren bisher so entsetzlich wenige. Und jetzt wird die Klimaleitstelle zum Klimareferat irgendwie ausgebaut. Da sollen dann 10 Leute da arbeiten. Die sind noch nicht da, ein Jahr nachdem der Notstand beschlossen wurde. Und es sind auch immer noch verdammt wenige. Also wie ist das denn? Stellen Sie sich vor, das Rathaus brennt und 100 Leute stehen davor, die könnten löschen alle. Die wissen, wie es geht. Und dann lässt man ein Sechstel abbrennen und schickt dann einen hin zum Löschen. Nee, das ist nicht das, was richtige Aktion in einem Notstand heißt. Und das heißt aber auch, man müsste einfach vom Stadtrat und den Verwaltungsstellen ausgehend alle Arbeitenden bei der Stadt anhalten, die Einhaltung der Klimaziele als Priorität anzusehen. Da sind so viele Menschen, die es machen können, wenn sie von oben angeleitet werden, wenn sie die Befehle bekommen oder die Anweisungen. Transparenz und Monitoring, das ist ja sogar im EKSP vorgesehen, aber ich glaube, wir hätten da gerne ein bisschen mehr. Also auch das kam schon. Es muss einfach zu den geplanten Maßnahmen, die Einsparpotenziale, die müssen klar kommuniziert werden. Und man muss die auch, dann kann man eben auch priorisieren, welche Sachen wichtig sind zu tun. Und man kann es der Bevölkerung sagen, warum man was tut. Und es muss validiert werden. Es wurde vorhin von einmal jährlich geredet und ja, dann bringen wir jetzt die Zahlen von vor einem Jahr raus. Aber das muss einfach alles viel transparenter sein. Und wurde auch schon gesagt, wenn wir es nicht schaffen, die Ziele einzuhalten und die auch nicht nachschärfen können, dann müssen wir im Notfall uns darauf einstellen, zu kompensieren. Das passiert ja sowieso. Mehr Beteiligung, das ist Dialog mit Zivilgesellschaft. Das ist das, was heute Abend stattfindet, das ist gut, aber das heute Abend und dann vielleicht in einem Jahr wieder ist deutlich zu wenig. Es gibt wirklich so viele Menschen, die gute Ideen haben. Das habe ich heute Abend auch im Chat gesehen. Also das war sehr, sehr faszinierend. Gute Sachen dabei. Ich habe auch in der Vorbereitung hierzu E-Mails bekommen und andere Nachrichten mit ganzen Katalogen von Dingen, die umgesetzt werden könnten. Vieles bezog sich auf Verkehr oder Fahrrad, aber nicht nur. Das heißt, da sind viele Ideen, die müssen zusammengesammelt werden. Es gibt auch Bürgerinnen, die vom Klimaschutz noch gar nichts wissen. Die müssten auch informiert werden. Ich denke, da sind auch Menschen aus den Umwelt- und Klimagruppen bereit, das zu tun. Aber auch hier wieder braucht Leute, die da oben drüber stehen und die das organisieren. Und die müssen aus der Stadt kommen. Das können nicht wir als Ehrenamtliche und unserer Freizeit abends wuppen. Wir machen da gerne mit, aber es braucht mehr Menschen in der Stadt, die das kanalisieren. Zum Beispiel für heute Abend. Wer sammelt das, was heute Abend als Ideen kam? Wer ist als Ansprechperson bereit, neue Ideen aufzunehmen? Kann man da eine Online-Seite bei der Stadt machen? Wie oft gibt es solche Meetings? Machen wir das nächsten Monat wieder? Also solche Sachen, da gibt es ganz viele Dinge, die da getan werden müssen. Und dann gibt es da diesen Klimaschutzbeirat. Und der muss einfach umgebaut werden. So wie der jetzt ist, funktioniert der einfach überhaupt nicht. Da wäre so eine Idee, wirklich einen Fachbeirat zu machen, der auch Krisenkompetenz hat und im Krisenmodus auch arbeitet, der also wirklich auch, das Wort wurde vorhin schon mal erwähnt, Durchgriffsrechte in andere Referate hat. Und da würde ich dann auch wirklich bitten, vorher mal bei den Umweltverbänden und Klimaschutzgruppen nachzufragen, welche Mitglieder denn da vielleicht auch bereitstehen würden, mitzumachen. Genau, ich komme zum Ende. Kurz die Punkte, die ich erwähnt hatte, damit sie nochmal schön im Kopf bleiben. Und diese ganzen Logos hier drunter, die stehen alle für Gruppen von Menschen, die hinter dem stehen, was wir da als Text rumgeschickt hatten. Elsa sagt, ja, sie haben das ja, also kurz diese 4 Punkte. Es wären mehr geworden, wenn wir länger gefragt hätten, aber sie haben die Unterstützung aus der Bevölkerung, nutzen sie die. Ja, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.